Thomas Drach am Donnerstag vor dem Kölner Landgericht. Hier stand das Urteil gegen den ehemaligen Entführer von Jan-Philipp Remzma an, der bereits Gefängnisstrafen verbüßte. Im aktuellen Prozess sah es das Gericht als erwiesen an, dass Drach in den Jahren 2018 und 2019 drei Raubüberfälle auf Geldtransporter begangen hat. Dabei schoss er demzufolge auf Geldboten. Zwei Männer erlitten schwere Verletzungen. Die 21. Große Strafkammer hat den Angeklagten wegen versuchten Mordes in zwei Fällen in Tateinheit mit besonders schwerem Raub sowie wegen eines schweren Raubes in einem weiteren Fall zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 15 Jahren verurteilt. Neben der Strafe hat die Strafkammer die Sicherungsverwahrung angeordnet. Hinsichtlich eines weiteren Tatkomplexes ist der Angeklagte freigesprochen worden. Das Gericht entsprach damit den Anträgen der Staatsanwaltschaft. Von den Raubüberfällen existierten Videoaufzeichnungen, die in dem fast zwei Jahre dauernden Prozess ausgewertet wurden. Im Zentrum des Verfahrens stand daher die Identifizierung der maskierten Täter. Der Vorsitzende hat ausgeführt, dass die Kammer im Rahmen der durchgeführten Beweisaufnahme zur vollen Überzeugung hat feststellen können, dass es sich bei dem Angeklagten um den Täter handelt. Dies aufgrund einer Vielzahl der im Rahmen der Beweisaufnahme gewonnenen Indizien. Drach hatte 1996 den Soziologen und Tabakerben Jan-Philipp Remzma entführt. Dafür wurde er zu einer 14,5-jährigen Freiheitsstrafe verurteilt. 2013 wurde er aus der Haft entlassen. 2021 wurde er im Zusammenhang mit den nun verhandelten Raubüberfällen in Amsterdam verhaftet. Zur Begründung für die Sicherungsverwahrung hieß es, der Angeklagte weise sachverständiger Beratung zufolge eine fest verwurzelte Neigung zur Delinquenz auf und sei deshalb gefährlich für die Allgemeinheit.